So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, Kolleginnen und Kollegen, Bekannte von Rolf Weber, lieber Rolf. Wir alle sind hier heute Abend versammelt, um dich respektive deinen runden Geburtstag zu feiern. Wir wollten das eigentlich schon früher tun, weil insbesondere auch dein Geburtstag schon früher im Jahr, noch vor den Sommerferien, stattgefunden hat. Doch aufgrund von Corona haben wir dann in intensiven Vorgesprächen uns dazu entschieden, es erst im Herbst dieses Fest durchzuführen. Es ist jetzt auch irgendwie besser geworden, hat man den Eindruck, und dieser Entscheid war damit auch richtig. Heute Nachmittag hat bereits ein Fest, ein Kolloquium zu deinen Ehren stattgefunden, an dem über einen Teil deiner so zahlreichen wissenschaftlichen Themenbereiche diskutiert wurde. Nun, heute Abend stehst du vorab im Zentrum des ersten Teils, etwas, das dir sonst nicht so liegt. Deine Kollegen, der Dekan Thomas Gächter, Peter Nobel und Roger Zech, Kollegen, welche mit dir Strecken deines universitären Wirkens mitgegangen sind, werden über dich und dein Werk sprechen. Aus Sicht der rechtswissenschaftlichen Fakultät, aus Sicht der Wirtschaftsrechtler und aus Sicht des EZ, dessen Mitbegründer du vor praktisch 30 Jahren ja auch warst. Im zweiten Teil des Abends findet der Festvortrag zu deinen Ehren statt. Wir freuen uns überaus, dass heute Abend Professor Dr. Thomas Hören von der Universität Münster bei uns ist. Er ist dort am Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht tätig. Eure Wege haben sich in den letzten 20, 25 Jahren vielfach gekreuzt. Und ihr habt ähnliche Themen bearbeitet. Wir konnten uns also keinen passenderen Festredner für heute Abend vorstellen. Herr Hören wird zum Thema sprechen, das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Anschließend, quasi als Abschlussbucke, ist es Zeit für dich, lieber Rolf, wenn du etwas sagen möchtest, dass du dich hier an uns wenden kannst. So, nun wünschen wir dir und uns allen einen spannenden Abend und ich darf gleich Thomas das Mikrofon übergeben, bitte. Zuerst und vor allem, lieber Rolf, liebe Weggefährtinnen und Weggefährten von Rolf Weber, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Familie, liebe Gäste. Es ist mir eine große Freude und Ehre, diese Festveranstaltung zu Ehren meines sehr geschätzten Kollegen Professor Weber eröffnen und gleich einige Worte an Sie richten zu dürfen. Ehre, wem Ehre gebührt, lieber Rolf, und warum genau dir sehr viel Ehre gebührt, wird im Laufe dieses Abends hoffentlich in den Grundzügen ein wenig angeleuchtet. Ganz erfassen, lieber Rolf, kann man dein Wirken nicht, ganz durchlesen dein Werken ebenfalls nicht. Aber einige Schlaglichter können wir drei Einführungsredner aus verschiedenen Perspektiven auf dich werfen. Als Dekan darf ich den Reigen der Würdigungen eröffnen. Ich nutze diese Gelegenheit, um einige sehr kurz biografische Eckdaten zu platzieren, die aber per se noch nicht so viel aussagen. Über ein Geburtsjahr müssen wir alle nicht spekulieren, denn es bildet mit einen Anlass, warum wir uns hier zusammengefunden haben. 1971 dann, übrigens in meinem Geburtsjahr, hast du am Literargymnasium in Zürich die Maturität erworben. Ebenfalls in Zürich hast du in den 70er Jahren das Lizenziat, das Anwaltspatent sowie 1979 das Doktorat erworben. Und in Zürich ebenfalls wurdest du 1986 für schweizerisches und internationales Zivil- und Wirtschaftsrecht habilitiert und 1992 zum Titularprofessor ernannt. Stets warst du in dieser Zeit auch bereits international vernetzt, so etwa mit der Harvard Law School und anderen renommierten Institutionen und hast neben deiner Anwaltstätigkeit, wie bereits erwähnt, 1992 das Europa-Institut
mitbegründet und warst seither Direktor. Seit 1995 sodann warst du Ordinarius für Privat oder bist du Ordinarius für Privat, Wirtschafts- und Europarecht an unserer Fakultät und darauf sind wir sehr stolz. Die zahlreichen Aktivitäten in Beratung und Gestaltung von nationaler und internationaler Regulierung und das fortwährende Engagement an verschiedenen Partneruniversitäten im In- und Ausland sowie dein äußerst verdienstvoller Einsatz als Delegierter für internationale Beziehungen unserer Fakultät von 2005 bis 2011 ist hier ebenfalls zu erwähnen und sehr zu verdanken. Soweit zum Biografischen. Ich möchte nun im Folgenden mit drei kurzen Bildern aus meiner Wahrnehmung dein Wirken etwas näher zu beschreiben versuchen. Vielen von Ihnen, meine Damen und Herren, ist die Figur des Herrn Turtur aus Michael Endes Kinderbuch Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer bekannt. Der Aufsatz eines Kollegen hat mir diese Figur kürzlich wieder in Erinnerung gerufen. Die besondere Eigenschaft des Herrn Turtur besteht darin, dass er auf Distanz betrachtet wie ein Riese erscheint und sich die Perspektive erst beim Näherkommen normalisiert. Das heißt, aus der Nähe betrachtet ist er ein Mensch mit normaler Größe, der noch dazu friedlich und gesellig ist. Ein sogenannter Scheinriese. Wie komme ich aber nun ausgerechnet auf den Herrn Turtur im Zusammenhang mit dir? Gemeinsam ist beiden, dass man sie ohne weiteres als friedlich und gesellig bezeichnen kann. Der Perspektiveneffekt ist aber genau umgekehrt. Wer Rolf Weber unauffällig, schlank, bescheiden und häufig sportlich mit dem Rucksack durch die Straßen von Zürich eilen sieht, erkennt nicht auf den ersten Blick, dass er soeben einem Riesen begegnet ist. Erst wenn man seinen Namen und seine Funktion erfährt, wird klar, dass hier ein bedeutender Zeitgenosse den Weg gekreuzt hat. Geht man dann noch näher und schaut noch genauer hin, wird der ursprünglich normal große Rolf mit jedem Blick noch größer und zeigen sich immer noch mehr Facetten und Leistungen. Wenn man dann, und im Internet, dessen regulatorischer Theoretiker Rolf eben auch ist, auf seine Webseite geht und sich das Publikationsverzeichnis ansieht, Sie merken schon, ich werde leise und bescheiden, kommt man sich definitiv vor wie ein Lilliputaner bei der Landung Gullivers. Das Verzeichnis umfasst gegenwärtig fast 50 A4 Seiten, also nicht die Publikation, das Verzeichnis von diesen. Genannt sind ohne Kommentare und Lehrbücher, von denen auch mehrere Dutzend. Da figurieren über 70 Monographien, die von klassischen Themen bis zu aktuellsten Fragen von Datensicherheit und Internet-Governance reichen, sowie mehrere hundert wissenschaftliche Beiträge in nationalen und internationalen Zeitschriften und Sammelwerken. Fast muss man wieder einen Schritt zurücktreten, um nicht nur den Riesen, sondern eben auch den Menschen Rolf Weber zu sehen. Ein zweites Bild von Rolf Weber, das mir aus meiner eigenen jüngeren Erfahrung vertraut ist, ist jenes, das Bild passt nicht ganz, ich werde es aufklären, jenes des wohl ältesten Ordinarius unserer Fakultät. Auch wenn man dir, lieber Rolf, dein Alter in keiner Hinsicht anmerkt oder ansieht, womit eigentlich die Metapher des Bildes eben genau nicht stimmt, bist du wohl historisch betrachtet der älteste aktive Ordinarius, der der Fakultät je angehört hat und auch noch eine Weile angehören wird. Aufgrund deiner privatrechtlichen Anstellung bist du weiterhin ein äußerst aktives Fakultätsmitglied, unterstützt uns insbesondere auch bei unserem wichtigen universitären Forschungsschwerpunkt im Finanzmarktrecht. Ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich vor allen Versammelten hier mal ganz klar etwas sagen. Vielen herzlichen Dank, dass du das tust und ich kann mit gutem Gewissen sagen, es sind keine finanziellen Motive. Als ich ihm die Verlängerung angeboten habe oder offeriert habe, tat ich das fast schon mit hochrotem Kopf, weil es wäre sehr schnell und kurz gesagt, wie wenig es ist, aber wir sind dir sehr dankbar, dass du das Engagement auch für diesen sehr bescheidenen Obolus absolut überproportional hier erfüllst und einen wichtigen Beitrag für unser wissenschaftliches Fakultätsleben leistest. Zum Abschluss noch ein drittes Bild. Karl V.
wird aufgrund der enormen Ausdehnung seines Reichs die Aussage zugeschrieben, dass in seinem Reich die Sonne nie untergehe. Dieser Ausspruch hat mich schon in der Mittelschule beeindruckt. Für unsere Fakultät arbeite ich noch dran. Das Bild ist mir für den heutigen Abend aufgrund meines ersten längeren Gesprächs mit Rolf Weber anlässlich eines Fakultätsessens in den Sinn gekommen. Ich war damals als junger Professor für öffentliches Recht neu in der Fakultät und dachte so, naiv, als Öffentlichrechtler sei ich wohl recht weit von dem entfernt, was du so wissenschaftlich tust. Das hast du, lieber Rolf, sofort richtig gestellt und vehement behauptet, oder zu Recht nicht, richtig gestellt einfach, dass das, was du tust, zu einem wesentlichen Teil eben auch öffentliches Recht ist, denn ganz viel Regulierung, die du wissenschaftlich behandelst, ist eben auch im öffentlichen Recht angesiedelt. Das heißt nicht nur Handels- und Wirtschaftsrecht, sondern auch öffentliches Recht. Und wenn man sich dann Schriften und Venia ansieht, stellt man fest, dass auch das Privatrecht außerordentlich prominent vertreten ist, namentlich das Obligationenrecht. Und dann erkennt man aus der Analyse der Publikationsliste weiter, dass auch Völker- und Europarecht sowie internationales Wirtschaftsrecht und zahlreiche weitere Spezialgebiete genauso zu deinen Spezialisierungen zählen. Gewissermaßen nicht nur die großen thematischen Kontinente, sondern auch kleinere Inseln und Archipele umfasst damit dein wissenschaftliches Reich. Einzig das Strafrecht, vielleicht das Australien oder die Antarktis, können wählen die hier anwesenden Strafrechtler, umfasst es etwas weniger. Ich kann nicht behaupten, nicht, aber etwas weniger. Aber man kann mit Fug und Recht sagen, in deinem wissenschaftlichen Reich, lieber Rolf, geht die Sonne wahrscheinlich auch nie unter. Und genauer, bei genauer Betrachtung, bist du eigentlich der direkte Fachkollege von so ziemlich gar allen Fakultätsmitgliedern, weil du fachlich so Verwandtes tust. Und dieser letztere Aspekt nun, damit komme ich zum Schluss, ist nicht einfach nur beeindruckend. Vielmehr bedeutet er auch etwas sehr Schönes. Als Fachkollege bist du auch der geschätzte Kollege aller. Und alle hier Anwesenden werden sicher zustimmen, dass diese Wertschätzung weit über die fachliche Kollegialität hinausgeht und wir uns alle freuen, diesen Anlass mit dir feiern zu dürfen. Ich schließe, lieber Rolf, nochmals mit dem tief empfundenen Dank der ganzen Fakultät. Der Dank bezieht sich darauf, was du für die Fakultät geleistet hast. Er bezieht sich aber auch auf dein sehr fruchtbares Wirken für die Nachwuchsförderung. Er umfasst aber insbesondere auch dein ganz aktuelles Engagement für die Fakultät, schwierige Fakultätsgeschäfte sowie unseren UFSP-Finanzmarktrecht. Vielen herzlichen Dank, lieber Rolf. Lieber Rolf, liebe Anwesende, ich habe die Aufgabe gerne übernommen, den Freund, wirklich würde ich heute sagen, Freund Rolf Weber als Wirtschaftsrechtler zu würdigen. Diese Aufgabenstellung tönt einfach, enthält aber verschiedene Probleme. Es ist nämlich gar nicht so klar, was Wirtschaftsrecht im privaten und öffentlichen Recht alles umfasst. Wir sind aber nicht hier, um über Konzepte und historische Schichten zu theoretisieren, sondern um Kunde von den besonderen Leistungen von Rolf Weber zu tun. So nehme ich Wirtschaftsrecht schlicht als Inbegriff von mit der Wirtschaft zusammenhängendem Recht. Wirtschaft kann verstanden werden als Erfüllung der Nachfrage mit verlangten Produkten, oder als effizienter Umgang mit wirtschaftlichen Mitteln, die in Geld gemessen werden. Heute ist aber auch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Grad der Beschränktheit der Mittel durch Innovation reduziert werden kann, was übrigens nicht nur zur Erhöhung der Produktivität beiträgt, sondern mit der Digitalisierung auch wieder kosmopolitische Grenzüberschreitung bedeutet. Jetzt nähern wir uns Rolf Weber schon an. Er ist selbst effizient und er ist dies in einem Maße, das sogar den strengen bundesgerichtlichen Anforderungen im Kartellrecht standhielte,
wie sie gerade im langfädigen Viagra-Entscheid als Rechtfertigungsvehikel wieder akkurat formuliert wurden. Nämlich vor allem, dass wirtschaftliche Effizienz notwendig sein muss, um vor allem die Produktionsverfahren zu verbessern. Diese Effizienzbegabung kann man aus Rolfs ganzem imposantem Werk und selbst schon aus vielen seiner Mails direkt erschließen, die ja den Adressaten immer wieder leicht adhortativ viktimisieren, aber auch produktiv antreiben, etwa so: Ich habe gedacht, dass du, wir sind doch verblieben, das, wir müssen jetzt sofort. Das alles wird aber sehr milde gehandhabt. Man ist Rolf auch innovativ. Sieht man etwas Neues und will sich sofort näher informieren, so kann man sicher sein, dass es schon eine Schrift von Rolf Weber gibt, mit der man die eigenen Lücken schließen kann. Das trifft besonders zu im Bereich der Digitalisierung des Finanzbereiches, ja auch dem dunklen Kryptobereich, mit dem wir alle ringen. Begonnen hat Rolf hier zwar klassisch mit der kundigen Kommentierung von Artikel 68 bis 113 OR, wo es gerade um Geld gegen Produkte oder Leistung geht und eben das Geld und seine rechtliche Regelung die eminente Rolle der Gegenleistung spielt und etwa in Artikel 84 die Basis gelegt wird, wo es ja heißt, Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen. Von hier, diesem Ausgangspunkt, ist er dann rüstig zum ganzen Geldsystem und seinen Neuerungen fortgeschritten. Das ist auch Wirtschaftsrecht. Rolf sagt schön, dass auch das Geldsystem aber auf einer Vereinbarung zwischen Menschen beruhe und einer Vertrauensgrundlage bedürfe, damit es, ich zitiere, in der Wirtschaft ertragsrelevante Funktionen erfüllen könne. Es folgen dann die neuen Technologien, wo er zu einem internationalen Meister von dem geworden ist, was man mit Fug Lex Mercatoria Digitalis nennen darf. Das Wort Digitalis findet sich übrigens im Latein, wenn jemand da Zweifel hat. Rolf spricht aber auch Warnungen aus. Ich zitiere: Nicht zu verkennen ist, dass die Verwendung von vertrauten Begriffen wie Currency, Währung oder die Anlehnung an im Aktienmarkt gebräuchliche Begriffe den Anschein von Legitimität mit Blick auf die Erwartung eines adäquaten Anleger- und Investorenschutzes erwecken will. Der Gesetzgeber muss sich also wappnen, um nicht dem Schein zu verfallen. Ich zitiere daher nochmals Rolf: Wenn die Technologie den Gesetzgeber aushebelt, verliert die Steuerungsfunktion des Rechtes an Bedeutung. Die Regulierung durch Technologie führt nicht nur zu neuen Herausforderungen, sondern zwingt auch zur Überlegung, was vorzukehren ist, damit der statische Gesetzgeber seine Gestaltungsmöglichkeiten nicht umfassend einbüßt. So ist es auch beeindruckend, wie Rolf in seinem neuen Buch Internet Governance at the Point of No Return, das eigentlich jeder Jurist lesen sollte, es umfasst auch bloß 100 Seiten, mit der dialogischen, kooperativen, jedenfalls hybriden, aber stets werteorientierten Schaffung von neuem Recht subtil und überzeugend sich auseinandersetzt. Rolf Weber ist auch ein Mann von Law and Economics, einer funktionellen Denkweise, die in unserer universitären Landschaft immer noch Defizite aufweist, von Rolf aber innovativ gepflegt wurde und wird. Das vermittelt auch Assoziationen zum großen Max Weber, der Recht immer im wirtschaftlichen Kontext bereits funktionell sah. Aber auch des Pragmatismus, der Rolf auch eigen ist. So schrieb er in meine Festschrift: Sobald es um mehr geht als eine Nutzenmaximierung unter bekannten Parteien und das Finden eines Gleichgewichts zwischen den Interessen eines überschaubaren Kreises an Protagonisten, wird es indessen schwieriger, effiziente Lösungen zu finden, die tatsächlich alle relevanten Fakten berücksichtigen.
weil es dazu vielfach ein Blick in die Glaskugel erforderlich wäre. Alternativ bleibt nur, verschiedene Szenarios zu bewerten und mögliche Eintretenswahrscheinlichkeiten zu schätzen. Hier führt er uns voll in das ein, was man heute als Risikodenken fordert. Das hat schon Friedrich Dürrenmatt gepflegt, etwa mit dem Satz, den Sie wohl kennen: Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der Zufall zu treffen. Rolf blieb in allen seinen reichhaltigen Unterfangen immer auch bescheiden. So meint er, dass zufriedenstellende Wege nicht mit Backern geschaffen werden, sondern durch das mehrfache Ablaufen derselben Strecke sich ergeben, denn beim Gehen entstehen die Wege. Hier beginnt man sogar an Hermann Hesse zu denken, den Rolf schätzt und der nicht die Glaskugel, sondern das großartige Glasperlenspiel, das in der Kriegszeit 1943 nur in Zürich erscheinen konnte, beim Jäten in Montagnola erdachte, ihm 1946 aber den Nobelpreis einbrachte. Ich kann mir hier ein Zitat zu den Glasperlenspielern nicht verkneifen, das auch für Rolf Weber stehen soll. Es lautet: Wir sind die Eichmeister der geistigen Maße und Gewichte. Gewiss sind wir auch vieles andere, können unter Umständen auch Neuerer, Entdecker, Abenteurer, Eroberer und Umdenker sein. Unsere erste und wichtigste Funktion aber, derentwegen das Volk unserer Bedarf und unser Held, ist jene Sauberhaltung der Wissensquellen. So moniert auch Rolf Weber gleichzeitig die Notwendigkeit von Aufbrüchen, gibt er aber auch Zuversicht in Bezug auf die Verwirklichung. Ich zitiere: Das Suchen von neuen Wegen ist dann eingeschränkt, wenn Mauern den Durchbruch in eine neue Welt ausschließen, mit wenigen Toren die Schritte stark kanalisieren oder durch ein Labyrinth, wie es die Menschengeschichte seit Jahrhunderten kennt, die Wegführung beeinträchtigen. Die Geschichte lehrt indessen, dass Stadtmauern nach gewissen Zeiträumen regelmäßig fallen und Labyrinthe, wie Paul Klee künstlerisch schön gezeigt hat, auseinanderbrechen. Das Klee-Bild, das Sie hier sehen, stammt von 1939. So ist es auch kein Zufall, dass Rolf Weber heute die großen Materialbände zu Dürrenmatts Stoffen akribisch liest, denn sie tragen die Überschrift Labyrinth. Da geht es um gewaltige intellektuelle Ausbruchsversuche, die bereits schon im Versuche Neues schaffen. Auch Wirtschaftsrecht ist ein solcher ständiger Versuch, den Rolf Weber eindrücklich demonstriert. Ich gratuliere dir, Rolf, und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Rolf, ich wurde gebeten, etwas zu dir und zum Europa-Institut zu sagen. Und das mache ich auch sehr gerne. Erste Kontakte zu Rolf hatte ich, als er ab 1983 Lehraufträge an der Universität St. Gallen, der damaligen Hochschule St. Gallen, erfüllte. Lernte ich den jungen Dr. Jur und bereits bekannten Zürcher Rechtsanwalt kennen, als er Gastdozent in einem Seminar zum Wirtschaftsrecht war, das ich damals zusammen mit Arnold Koller, dem nachmaligen Bundesrat, anbieten durfte. Das war in den Jahren 85 circa. Nachdem ich 1989 an die Universität Zürich berufen wurde, lancierte ich 1990 im Kreis meiner Zürcher Kollegen, das waren mein akademischer Lehrer Walter Schlupp, sowie insbesondere die Kollegen Daniel Thürer, Peter Forsmoser und Walter Haller, er war damals Dekan. Ich propagierte die Idee,
der Errichtung eines Instituts, eines Europainstituts in Zürich. In St. Gallen hatten wir ein solches, und zwar schon seit 1966. Und das kannte ich auch, weil ich dort habilitieren durfte. Und als ich nachher zum Professor in St. Gallen ernannt wurde, war ich dann auch Direktor jenes Instituts. Also war für mich sonnenklar, Zürich braucht das auch. In Zürich war die Situation 1991 für die Gründung eines solchen Instituts günstig. Denn der europäische Binnenmarkt musste ja nach dem Paukenschlag von Jacques Delors, Sie erinnern sich vielleicht, vollendet werden bis Ende 1992. Das führte zu einer eigentlichen neuen rechtlichen Gründung für die europäische, also Rechtsgründung für die europäische Wirtschaft. Denken Sie nur an das Kartellrecht der EU. Die Universitäten im europäischen Wirtschaftsraum, wozu mit oder ohne EWR-Beitritt auch die Schweiz gehört, mussten sich mit dem europäischen Wirtschaftsrecht wissenschaftlich auseinandersetzen, denn man musste ja das schließlich nachher an die Studierenden vermitteln können. Aus Sicht der damaligen Infrastruktur an unserer Universität und juristischen Fakultät war die Errichtung eines solchen Instituts gerade nicht nur günstig, sondern gar notwendig. Die juristische Fakultät verfügte nämlich damals nur über einige Lehrbücher und Kommentare zum Europarecht. Diese Literatur wurde finanziert durch die Schenkung Schultes und der Verlag feierte eben damals sein 200-jähriges Bestehen. Diese Bücher waren aber eingeschlossen in die Europabibliothek und wer etwas konsultieren wollte, musste einen Schlüssel holen und dann den Schlüssel wieder zurückbringen. Sie können sich vorstellen, wie häufig dieser Schlüssel geholt wurde. Wichtiger noch, damals waren weder die Universität noch die Stadt Zürich noch der Kanton Zürich Depositenstelle für das Amtsblatt der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Aber das Amtsblatt musste man natürlich haben. Und zwar in gedruckter Form, denn damals gab es dieses nicht online. Wer eine Verordnung, eine Richtlinie einsehen wollte, musste sich eine Kopie aus dem Amtsblatt beschaffen. Und diese Kopie konnte dann per Fax verbreitet werden. Faxe hatten wir damals. Im Raum stand 1991 natürlich auch die Frage, ob ein Europainstitut auf Bundesebene, vergleichbar dem Institut für Rechtsvergleichung in Lausanne, geschaffen oder ob solche Institute bei den kantonalen Universitäten errichtet werden sollten. Wir in Zürich waren klar der Meinung, dass jedenfalls von der Sachkunde her unsere Universität für ein Europa-Institut bestens ausgewiesen war. Die juristische Fakultät hat denn auch bereits in ihrer Sitzung vom 17. Juli 1991, ich hoffe, das Datum stimmt, Rolf, einen Entwurf zu Statuten für ein Europa-Institut Zürich zustimmend zur Kenntnis genommen. Damit war intern uns der Rücken frei und die Zustimmung der Fakultät gab uns Auftrieb. In einem Dokument, Projekt, Verein Europa-Institut Zürich, hielten wir dann fest, die Zürcher Professoren Dietrich Schindler und Walter Schlup seien Pioniere des Europarechts. Namentlich erwähnt wurden dann die Professoren Daniel Thürer, Heinrich Honsel, Regina Ogorek und ich selbst auch noch. Erwähnt wurde auch das 1969 geschaffene Institut für Völkerrecht und ausländisches Verfassungsrecht, das damals geleitet wurde von den Professoren Walter Haller und Daniel Thürer. In diesem Dokument war Rolf Weber. Moment, ist das das Richtige? Ja, da war Rolf Weber bereits dabei. Er war aber weder Professor, noch war er etwa Mitglied, er war Mitglied des Zürcher Rechtsanwalts. Vereins, aber nicht im Vorstand. Im Vorstand waren andere. Und so kam es dazu, dass der junge damalige Rechtsanwalt, Doktor und Privatdozent eben bereits dabei war. Nun galt es, als das über die Bühne ging, gestützt auf dieses Projekt, das wir eben schriftlich verfasst hatten, dass wir die Behörden informierten und überzeugten. In Vorgesprächen hatte uns schon der damalige Volkswirtschaftsdirektor Professor Hans Krönzi Unterstützung zugesagt.
Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt war dann der Erich Honecker, damals Baudirektor und nachmaliger Finanzdirektor, derjenige, der in der Regierung immer unsere Vorhaben stark unterstützte. Das war entscheidend, denn der damalige Erziehungsdirektor Gilgen war der Errichtung eines solchen Instituts nicht so sehr zugetan. Er sagte zwar, sei gut, mach das, fügte dann aber gleich bei, aber die Universität habe dann kein Geld dafür. Ein solches Institut müsse selbsttragend sein. Damit rückte die Frage der Finanzierung des Instituts in den Vordergrund. 1991 erwogen damals auch der VZR, eben der Freien Zürcher Rechtsanwälte, und die Stiftung der juristischen Weiterbildung die Errichtung eines solchen Instituts. Und der Kanton errichtete bei der Volkswirtschaftsdirektion eine Europafachstelle, deren erster Leiter Toni Kilias wurde. Dank Peter Forstmoser und Georg Müller sowie Anton Kilias gelang es, diese drei Kräfte zu bündeln. Die Stiftung für juristische Weiterbildung und der VZR erklärten sich bereit, ein Europa-Institut, das an der Uni gegründet werde, finanziell zu unterstützen. Finanzielle Unterstützung kam dann auch völlig unerwartet vom Kanton. Aufgrund von Gesprächen von Anton Kilias gewährte die Stiftung für gemeinnützige Zwecke dem Institut ein Startkapital von 400.000 Franken. Und Anton Kilias erreichte bei der Volkswirtschaftsdirektion, dass diese einen Zusammenarbeitsvertrag mit dem Europa-Institut an der Uni in Aussicht stellte. Worum ging es? Statt die eben errichtete Fachstelle beim Kanton materiell und personell aufzustocken, kam man auf die Idee, dass das eigentlich das Institut an der Uni tun könnte. Und die damalige Regierungsrätin Hedi Lang, sie wurde auch Hedi National genannt, die praktizierte damit finanziell sinnvolles Outsourcing, lange bevor es dieses Wort gab. Das Institut schätzt sich übrigens überaus glücklich, dass die Kooperation mit dem Kanton bis heute anhält. Zurück nun zum Jahr 92. Gestützt auf die damaligen finanziellen Zusicherungen konnte am 2. April 92 im Büro von Rolf Weber in der Kanzlei Wiederkehr Forster und Weber an der Bahnhofstraße 44 in Zürich der Verein Europa-Institut Zürich gegründet werden. Die Vorbereitung der Statuten, viele Vorgespräche mit dem Dekan Walter Haller, mit Hans Natter von VZR, mit Regula Stieger, die dann später bei uns auch mitwirkte, die führte Rolf Weber. Und er kontaktierte natürlich auch noch andere Opinion Leaders, weil es sonst nicht ging. Wenn Sie die zweite Folie noch aufschalten, das ist das Protokoll nun der Gründerversammlung. Rolf hat hier als Protokollführer geamtet und viele von Ihnen wissen ja, wie wichtig diese Funktion ist. Unmittelbar im Anschluss an die Gründung des Vereins konstituierte sich der Vorstand, ebenfalls im Büro von Rolf, und zwar wie folgt: Walter Schlurp wurde Präsident, Dr. Hans Natter Vizepräsident, Dr. Regula Stieger Questorin, Dr. Albertine Truttmann vertrat die gefürchtete Erziehungsdirektion, Anton Kilias vertrat einfach den Kanton und Professor Dr. Georg Müller, der vertrat unsere Fakultät und, wichtig, die Stiftung für juristische Weiterbildung, die uns wirklich sehr großzügig unterstützte. Der so konstituierte Vorstand wählte in die erste Direktion des EIZ Daniel Thürer, er sitzt dort, mich selbst und Rolf. Das Institut konnte dann dank Unterstützung auch von Kollegen Klaus-Dieter Schott erste Räume an der Plattenstraße beziehen. Nach dem Umzug an den Hirschengraben, wo nun auch die Büros von Rolf und mir untergebracht waren, fanden die vielen Direktionssitzungen nicht etwa im Sitzungszimmer des EIZ, sondern in den Räumen des Lehrstuhls von Rolf Weber statt. Nach dem ersten Geschäftsleiter Hans-Jörg Hoffmann
fanden wir glücklicherweise als Nachfolger Andreas Keller als, der seit 1993 dem Institut in verschiedener Weise verbunden ist. Auf den 31. Oktober 2005 wurde, das Institut war in der Zwischenzeit prächtig gewachsen, die Organisation geändert. Die Direktion wurde Andreas Kellerhals übertragen und die Gründerdirektoren, die drei Professoren der Universität, wechselten in den sogenannten leitenden Ausschuss eines Teils des Vorstands. Rolf Weber hat somit als Mitbegründer Mitglied der Direktion und seit 2005 Mitglied des leitenden Ausschusses entscheidend dazu beigetragen, dass sich das Europa-Institut Zürich zum assoziierten Institut an der Universität Zürich entwickelte. Das war nämlich immer ein Problem. Und dass wir Kooperationspartner der ETH Zürich wurden. In fachlicher Hinsicht ist das Europa-Institut heute ein anerkanntes Kompetenzzentrum für Europarecht und ein wichtiger Anbieter von Fortbildungsveranstaltungen. Mit öffentlichen Vorträgen gelingt es dem Institut immer wieder, ein breites Publikum auf die Höhe der politischen und gesellschaftlichen Ideen der Zeit zu bringen. Und es trägt damit, wie Ortega y Gasset es formulierte, dazu bei, die zentrale Funktion der Universität zu erfüllen. Anerkannt hat diese Leistungen des Instituts erstmals so richtig Rektor Hengartner, als er noch bei uns Rektor war, jetzt hat er an die ETH gewechselt. Bis zu ihm mussten wir eigentlich immer, ich habe dann immer gesagt, auch so Blumensträuße noch selber bezahlen, obwohl wir alle Welt an die Universität brachten und zur Ausstrahlung dieser Universität maßgeblich beitrugen. Dafür sind insbesondere in den letzten Jahren natürlich auch Andreas Kellerhals und der Direktor und sein Stellvertreter Dr. Baumgartner, die haben das eigentlich so richtig zur Blüte gebracht und dafür sind wir ihnen zu großem Dank verpflichtet. Zum Schluss nun noch ganz persönlich zu Rolf. Wir Gründerdirektoren haben 1992 nicht ahnen können, dass sich unser Kind trotz Nein zum EWR-Abkommen damals so prächtig entwickeln würde. In den Jahren, in denen wir Gründerdirektoren aktiv waren, hast du, lieber Rolf, einen großen Teil der fachlichen Arbeit geschultert. Das wissen wir, das anerkennen wir gerne und dafür danken wir dir. Wenn wir Entscheidungen treffen mussten, war mir persönlich immer Folgendes wichtig. Ich wollte sicher sein, dass du solche Entscheidungen mitträgst. Dann war nämlich zu erwarten, dass es gut herauskommen wird. Und ich war jedenfalls sicher, dass wir keinen Blödsinn und keinen Fehler machten. Nun verbleibt mir noch, lieber Rolf, dir für die nächste Dekade alles Gute zu wünschen. Ich danke Ihnen. Lieber Rolf, Spektables, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, es ist eigentlich eine Unverschämtheit. Erst hat mich Herr Keller als angerufen und gesagt, wollen Sie was machen für Rolf Weber? Habe ich natürlich gesagt, gerne, für Rolf immer. Ein richtiger Hinweis, ich müsste einen Vortrag halten, der gar nichts mit Rolf zu tun hat, aber lustig ist. Ich habe angenommen, das ist mein Fehler. Also, denn das Problem war natürlich, dass mir hinterher klar geworden, worüber soll ich reden bei Rolf Weber? Er hat über alles geschrieben, alles. Ich habe ihn in Münster letzte Woche gefragt, darf ich dich nennen Josef Kohler der Schweiz? Josef Kohler war ein Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, der hat 2500 Aufsätze geschrieben vom Recht der Briefmarke über äthiopisches Strafrecht, genauso wie über Urheberrecht und Patentrecht. Und Rolf hat gesagt, ja, wenn Sie sich das mehrfach zitierte Publikationsverzeichnis angucken, ahnen Sie, warum er gesagt hat, ja. Dann habe ich nachgedacht.
Ich erinnerte mich an einen tollen Spaziergang, Rolf, in Zürich. Da sind wir zum Kunsthaus gelaufen, wir sind zu vielen Sachen gelaufen. So eine furchtbare Aufführung von Marthaler, also horrormäßig. Aber wir sind auch mal zum Kunsthaus gelaufen und da hatte ich den Eindruck, ich habe eine Lücke gefunden. Rolf interessiert sich wenig für Kunst, bildende Kunst. Dachte ich, komme auf die Pointe. Deshalb dachte ich, ich mache was zu bildender Kunst und irgendwas zu Blockchain. Ja, und dann kommt was Gutes raus, nämlich das Thema NFT. So, jetzt kann ich Ihnen nicht ersparen, was ich ein bisschen erzähle über NFT. So fängt jeder Aufsatz an, was ist NFT, wie funktioniert das? Glauben Sie mir nicht, ich hätte irgendwas davon verstanden. Ich verstehe vielleicht 60% davon, das ist schon viel. Ich verstehe nur 60%, weil ich, da steht immer Fraunhofer unten drunter, weil ich auch Professor bei der Fraunhofer Gesellschaft bin und ich habe ein Projekt gemacht mit den Fraunhofer Informatikern für die Kunsthalle Hamburg über die Frage, wie können die Geld gewinnen mit NFTs, und das spielt eine Rolle bei dem Vortrag. Fangen wir an, ganz basics, die Unterscheidung Token, Crypto-Token, Non-Fungible-Token, NFTs. Token ist eigentlich nur ein Ausdruck für ein Zeichen. Das kann nicht jedes Zeichen sein, braucht nicht digital zu sein. Das Thema Crypto-Token, das ist das Hauptthema von Rolf Weber. Da hat er alles zugeschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Aufsätze. Was ist ein Krypto-Token, Bitcoin zum Beispiel oder Ether? Da hat jedes Token einen Wert und die kann man eben weitergeben, so wie bei Bitcoins auch. Das, was mich interessiert, es gibt jetzt seit einigen Monaten oder Jahren den Trend, Non-Fungible-Tokens zu machen, also nicht austauschbare Zeichen digital zu nutzen. Da hat jedes Token eine eindeutige Identifizierbarkeit und einen eigenen Wert. Und den können Sie nicht, als wie bei Bitcoins, irgendwie zirkulieren lassen. Wie das funktioniert, kommt gleich. Das ist auch eine absolute Mussfolie. Also wie oft ich diese Folie gesehen habe, es geht um ein ganz kleines Bildchen, scheinbar Bildchen ist schon falsch, das berühmte Beeple. Durch Beeple ist das Thema NFT überhaupt bekannt geworden, weil das Kunstwerk besteht aus 50.000 kleinen Digitalfotos, die zusammengestellt worden sind. Und der Künstler hat dann angefangen, daraus ein NFT zu generieren und 69 Millionen US-Dollar zu generieren. Das fanden natürlich alle Leute eine sensationelle Zahl. Für ein Kunstwerk, da wurden alle Auktionen, alle Kunsthandelsexperten ganz nervös. Also ich habe jetzt ihn versucht, im ganz einfachen Bildchen zu malen. Sie sehen hier in Blau, das ist das Beeple. Er hat einen Token, der bleibt, das ist das Zeichen für dieses Kunstwerk. Dann eine Wallet-Adresse und beachten Sie die letzten vier Ziffern. Also Wallet-Adresse könnte man ausdrücken mit einer Brieftasche. Ja. Aber eine Brieftasche, die auch darauf verweist, wem sie mal gehört hat. Und dann gibt es eine Smart-Contract-Nummer fürs Weiterschieben hin und her. Diese Nummer bleibt grün, weitestgehend gleich. Sie sehen Token-ID, Wallet und Smart-Contract. Aber es ändert sich bei der Wallet-Adresse die letzten vier Ziffern. Die verweisen jetzt auf den, der 69 Millionen Euro Dollar bezahlt hat für das Bild. Und durch diese Transaktion wurde also ein NFT übertragen, in dem eben die Wallet-Adresse ausgetauscht wurde. Die Transaktion ist für Datenschützer der Horror. Sie ist einsehbar und verifizierbar. Wir kommen gleich auf die Datenschutzprobleme, die damit zu tun haben. So. Das Bildchen kennen jetzt nicht mehr so viele Leute.
Denn der Direktor der Uffizien in Florenz sagte, also Bibel, das kann ich auch. Ich habe zwar etwas andere Gemälde, also ich habe meine Schätze, also versehen die Schätze wieder mit NFTs. Und er hat generiert, da unten steht noch was von 170.000 US-Dollar, 1 Million US-Dollar für solche NFTs, die Ihnen zu Hause erlauben würden, dass Sie eine Original Uffizien-Kunstwerk haben. Dann können Sie zu Hause sich das Kunstwerk angucken, an die Wand pappen und haben die Gewissheit, Sie sind der Einzige, der diese Kopie benutzen kann. Das ist mein Lieblingskünstler, also nur weil er wirklich ein Armleuchter ist. Damien Hirst, extrem raffiniert, der, wenn es irgendwo Geld gibt, ist Damien Hirst da. Und er hat gesagt, ja, wenn das so toll funktioniert, warum nicht ich? Ich will auch Geld haben. Er hat solche kleinen Punkte auf Papier gebracht, davon Hunderttausende erstellt und verkauft die einmal analog und sagt, das ist Originalpapier von Damien Hirst, aber Sie können das auch als NFT kaufen, also als Unikat digital mit Wasserzeichen, er hat ganz tolle Sachen überlegt, Wasserzeichen versteckt, Mikro ist da drin, die Musik, deine Lieblingsmusik, Selbstbildnis, Stempel und Texte von ihm, also besser kann man es nicht machen. Der Käufer entscheidet dann, will er das Papier haben oder den NFT. Wenn er den NFT will das Papier zerstört. Also eine ganz tolle Idee, scheinbar. Wir sollten machen ein bilanzrelevantes Lösungsmodell, wie man das, was die Uffizien, was Damien Hirst gemacht hat, auch in der Kunsthalle Hamburg machen kann. Sie kennen vielleicht die Kunsthalle Hamburg, das ist die größte Sammelfläche für Caspar David Friedrich. Und die wollten Geld machen, Geld, Geld, Geld. Die Museen in Deutschland sind so klamm, die wollen Geld. So, und da haben wir ein bisschen was überlegt, wie das funktionieren kann. Man gibt sowas raus, dann kann man mit Asset und Topbox darauf zugreifen, kriegt eine Originalkopie und kann dann fürs Wohnzimmer sich Caspar David Friedrich in perfekter Auflösung und dem Gefühl, man ist, hat ein Original Caspar David Friedrich zu Hause. Das ist eine weitere Beschreibung. Sie sehen den Caspar David Friedrich. Ich möchte Ihnen nicht die Technikalitäten erklären. Ich möchte Ihnen jetzt eine Hausaufgabe mitgeben. Deutsche Hochschullehrer formulieren mehr Hausaufgaben für Leute, die Ihnen zuhören. Denn natürlich habe ich für den heutigen Tag auch eine NFT vorbereitet, eine Rolf Weber NFT. Die kriegen Sie über diese Adresse. Also Sie müssen dann $5 bezahlen. Leider ist nicht mein Geld, ist der Mindestbetrag, den ich finden konnte auf der Welt. Also $5. Kommt auch nachher nochmal. Und wenn jetzt Leute anfangen, jetzt schon da zu surfen, sind sie ausgeschlossen von meinem Preisausschreiben. Denn die ersten 5, die mir schicken, was sie sehen, wenn sie das aufrufen, kriegen garantiert eine Flasche georgischen Rotwein. Es gibt, mein bester Freund ist Importeur für georgischen Rotwein, den man in Deutschland jedenfalls ganz schwer kriegt, aber der exzellent ist. Das wäre der Impetus. Ausgeschlossen sind Leute, die jetzt schon anfangen zu surfen. Aber diese Folie kommt gleich nochmal. Bei der Projekthalle, bei der Kunsthalle Hamburg merken wir schon schnell die absoluten 0 auf 15 Fragen. Was ist überhaupt ein Token, so ein Zeichen? Könnte das eine typische Frage eines deutschen Juristen 90 BGB, also die Sache sein? Greift der Sachbegriff? Geht es um Rechte? Was passiert, wenn man einen Token verliert? Ist das eine Eigentumsverletzung? Ist ein Token eigentumsfähig? Auch ein Thema von Rolf. Ne? Dann haben wir festgestellt, ohne Bilanzrecht zu lösen, kriegen wir es überhaupt nicht hin. Da komme ich gleich mal drauf. Und dann stellten sich zahlreiche Rechtsfragen, finanzrechtlich, urheberrechtlich,
strafrechtlich, datenschutzrechtlich. Wir haben dann gesucht und Literatur gefunden. Also ich habe Literatur in Anführungsstrichen gesetzt, weil es gibt keine Literatur. Es gibt grässliche Literatur im Internet, LinkedIn-Aufsätze, Anwalts-Homepages, die auf 3 Seiten sagen, wir wissen, was NFT ist, damit man Mandanten kriegt. Aber da steht nichts, aber auch absolut nichts drin. Also ich würde mir wünschen, promovieren, bei mir natürlich, oder Rolf Weber kann schreiben. Was sagt diese Literatur? In der Tat, die Großfrage, sind Tokens Sachen im Sinne des § 90? Oder sind es unkörperliche Vermögenswerte sui generis, das ist immer die Schweizer Lösung? Ist das eine Sachübergabe nach geltendem Recht, die über 714 ZGB oder 922 ZGB läuft? Oder die andere Schiene, die diskutiert wird, sind Tokens Rechte, also gar keine Sachen, sondern schlichtweg Rechte? Dann stellt sich die Frage, welche Rechte? Urheberrecht? Markenrecht? Das Problem, das man sehr schnell sieht, wenn Sie die alten Folien im Blick haben, es kommt ja gar nicht zu einer Übertragung des digitalen Werks. Es entsteht nur eine Art Echtheitszertifikat, das verlinkt ist mit vielleicht einer digitalen Kopie. Aber mehr ist es ja nicht. Sie könnten sich fragen, wofür um Himmels Willen hat denn jemand 69 Millionen Dollar bezahlt? Das kann man fragen. Aber Sie sehen, wenn Damien Hirst seine ganze Energie reinsteckt, um Geld zu machen, ist da Geld. Also, aber man kriegt auf keinen Fall das Werk, sondern nur so eine Art, was auch immer es heißt, Echtheitszertifikat. Und wenn man sich das ganz genau ansieht, jetzt kommt mein wissenschaftliches Neues, muss man differenzieren. Und das macht keiner bisher weltweit. Man muss genau betrachten, wie die Rechtsbeziehungen laufen. Und zwar einmal die Beziehung Urheber oder Rechteinhaber allgemein am Werk, Emittent, es gibt ja einen, der es rausgibt, diese NFTs, und einen, der es nachher kauft. Kauf in Anführungsstrichen natürlich. So, ich nehme jetzt nur erste Frage, wie stehen Urheber und Emittent? Wenn ich Caspar David Friedrich habe, ich hoffe, Sie wissen es, Caspar David Friedrich ist ziemlich lange tot. Also, da ist mit Urheberrechtsschutz nichts zu holen. Also es wird da relativ einfach. Aber wenn der Urheber existiert, aber nicht gleichzeitig emittiert, dann kommen zahlreiche Folgeprobleme. Nämlich die erste Frage, ist es ein Eingriff in klassische Verwertungsrechte, wenn da ein Künstler ist, ein Damien Hirst von mir aus, und da irgendein wild gewordener Mensch, der in NFTs rausgibt. In welches Verwertungsrecht greift er ein? Das wäre ein Thema für Reto, den ich, der kann das wohl besser als ich. Also, es könnte sein Vervielfältigen. Aber jemand, der NFTs macht, vervielfältigt eben das Werk nicht. Es könnte sein Umgestaltung. Ne? Aber er gestaltet ja gar nichts um. Das Werk bleibt so, wie es vorher auch war. Dann habe ich mir selber überlegt, es erinnert ja so ein bisschen, Reto, an die alte Problematik mit der Entscheidung GS Media. Es ist ja ein Link da. Ne? Nicht immer, aber manchmal. Ein NFT ist verlinkt ein originales Werk. Eine Entscheidung EuGH, GS Media, vollkommene Fehlentscheidung, eine Vermengung von Haftungsfragen mit der Frage, welches Verwertungsrecht ist betroffen. Aber es zeigt, dass für die kommerzielle Nutzung man ein höheres Risiko hat bei Links. Links sind wahrscheinlich ein Eingriff in das Recht auf Making Available. Das könnte es sein. Es gibt wieder andere Leute, Anwälte, die kurze Aufsätze schreiben, die sagen, ja, aber der Link ist ja doch sehr speziell technisch und kann der normale Mann von der Straße gar nicht lesen und haben eine andere Funktion. Ob das eine Rolle spielt bei dem, was wir Link nennen, urheberrechtlich,
ist eine Frage. Die wollen dann einführen ein unbekanntes Recht zur öffentlichen Wiedergabe. Das ist möglich in Deutschland. Wir können auch sagen, es ist ein neues Recht der öffentlichen Wiedergabe. So, dann ist die schwierige Frage, wenn der Urheber raus ist, sondern die Rechte abgegeben hat an jemand anderen, kommen dann Verlagshäuser rein, kommen irgendwelche Galeristen rein und wann und wie? Also wenn Damien Hirst in den 80er Jahren einem Galeristen alle Rechte abgetreten hat, hat er auch die Rechte an NFTs abgetreten. Das ist nicht so einfach, zumindest in Deutschland, wo ich herkomme. Man müsste dann eine Formulierung in den Galerieverträgen haben, dieser Vertrag bezieht sich nicht nur auf normale, traditionelle Verwertung, sondern auch auf alle bekannten und unbekannten Nutzungsarten. Dann könnte man vielleicht noch NFTs drunter packen. Weitere Variante ist natürlich die beste, denken Sie an Damien Hirst. Der Urheber ist gleichzeitig Emittent. Er gibt es raus. Dann kommt natürlich gleich die Frage, wird durch den Verkauf einer NFT wirklich dann ein Urheberrecht mit übertragen? Ist das vielleicht sogar eine Erschöpfung des Verbreitungsrechts? Ja, kann man sich eine Erschöpfung vorstellen an NFTs, die gar kein Thema fürs Urheberrecht sind? Wie soll das gehen? Ich habe mehr Fragen als Antworten. Dann die Frage, stellen Sie sich vor, Damien Hirst hat eine Galerie abgegeben, die NFT-Rechte. Kann er dann noch nach § 32a sagen, also nach der berühmten Sonderbelohnungstheorie, also so habe ich nicht gewertet. Ich habe zwar meine Rechte abgetreten, aber da möchte ich eine Sondervergütung haben, weil das so besonders und so viel Geld, denken Sie an die 69 Millionen Dollar. Also könnte das ein Fall sein von 32a. Dann noch ein Verhältnis, das ich überhaupt nicht verstehe. Ich dachte mal zwischenzeitlich, es geht ja nicht um Urheberrecht, aber es geht um irgendwas, was technischen Charakter hat. Also NFTs sind eine Art Echtheitszertifikat. Könnte das vielleicht 39C sein in der Schweiz? Das sind digitale Wasserzeichen. Ja, gibt es einen eigenen Passus dafür? Aber der passt auch nicht so hundertprozentig. Das sind nach der Definition elektronische Informationen zur Identifizierung von Werken. Es dient nicht zur Identifizierung. Das Werk ist klar. Das ist im Link drin. Also es wird identifiziert der Urheber, aber nicht das Werk. Und das gleiche Problem haben wir natürlich in Deutschland auch. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn das so schwer ist, irgendwie erinnert ja so eine komische NFTs an das allgemeine Signaturrecht. Also nicht im Sinne von E-Commerce, sondern daran, ein Künstler kann ein Bild unterschreiben und sagen, dieses Bild kommt von mir. Hat dann so eine NFT, die vom Künstler selbst gestellt wird, diese Vermutung, dass diese NFT es wirklich vom Urheber kommt? Da könnte man lange, lange nachdenken. Und letztes Thema. Ich habe mir angeguckt, was Damien Hirst in den Kleingedruckten reingeschrieben hat. Und das ist eine einzige Schweinerei, so wie Damien Hirst ist. Also er hat die Leute geknebelt. Wer von ihm so ein Papierkram kauft, da schreibt einen 30-seitigen Vertrag. Und da wird alles Mögliche ausgeschlossen, hin und her. Mich hat das erinnert an die Nintendo-Entscheidung des EuGH, wo der EuGH gesagt hat, du kannst zwar technisch was machen, auch technisch, du kannst alles abriegeln, aber es gilt die gleiche Kontrolle wie im AGB-Recht. Übermäßige technische Beschränkungen sind genauso verboten wie Versuche, sie im Kleingedruckten in AGBs zu machen. Also muss man da auch aufpassen. Ja, und jetzt nähern wir uns ganz dicke Rolf, wobei ich habe von Rolf natürlich furchtbare Sachen gelernt.
Ich habe mir letzte Woche in Münster gesagt, also du hast wenig zum Urheberrecht geschrieben, hat er gesagt. Also ich schicke dir gleich ein Buch. Ne? Also Filmrecht und so weiter. Ich kriege, also sagenhaft. Also, aber das Thema ist natürlich originär, jetzt langsam Rolf, Finanzmarktrecht mit allgemeinem Vertragsrecht. Im Grunde ist das vertragsrechtlich so ähnlich wie die klassische Logik von ganz klassischen Smart Contracts. Damit möchte ich Ihnen nicht langweilen, ob wo Angebot und wo Annahme ist, wo Willenserklärung und so weiter. Das ist langweilig. Ein Scheinproblem scheint mir auch zu sein, dass das ohne weiteres Tun von Menschen geschieht, dass im Wesentlichen letztendlich nur zwei Rechner miteinander kommunizieren. Das ist nur ein Scheinproblem. Ein Scheinproblem, das er jetzt hat, ist auch das Datenschutzproblem. Man kann ja die ganze Transaktion, das ist das Besondere, für 30 Jahre im Internet einsehen, wenn Sie die Wallet-Adresse finden und kennen. Ist das ein Datenschutzproblem, das du kennst als Datenschutz bei Blockchain? Es steht viel in der Blockchain drin, was niemand was angeht. Ist das Artikel 6 DSGVO, berechtigtes Interesse? Was ist mit sensiblen Daten, wie zum Beispiel, ich habe 69 Millionen Dollar bezahlt und ich heiße so und so? Also das sind alles ganz Probleme, sind bekannt. Und natürlich das Urproblem von digitaler Erschöpfung. Also kann man sagen, wenn ich eine NFT gekauft habe, kann ich die frei weiterverkaufen? Oder wie gehe ich mit Beschränkungen um, die der Urheber noch macht? Und jetzt kommt meine Zitterpartie. Die ist ziemlich furchtbar. Ich muss jetzt über Dinge reden, von denen ich absolut keine Ahnung habe. Aber ich mache es nur, weil Rolf Geburtstag hat. Also, wie muss man das Finanzmarktrecht sehen in der Schweiz? Also ich meine, nach dem neuen DLT-Gesetz, das ab 1. August gilt, wären das so eine Art Registerwertrechte, also qualifizierte Wertrechte, welche die Funktion von Wertpapieren auf einer Blockchain gewähren. Und dann gilt 1153a und 973d. Also davon gibt es nach neuem Schweizer Recht eine Struktur. In Deutschland eigentlich auch. Man braucht auf jeden Fall dafür eine Erlaubnis, um das machen zu können. Also ich müsste wahrscheinlich wegen meiner 5 Euro noch irgendwo hinschreiben, damit ich eine Erlaubnis kriege. Ich habe mich dann noch gefragt, eine Änderung kommt vielleicht durch die EU, nämlich die MiCA-Rechner. Ich weiß gar nicht, ob es so ausgesprochen wird, MiCA, MiCA. Da steht drin, NFTs werden angesprochen, sind ein Bestandteil der Definition von Kryptowerten. Also es gibt eine weite Definition, was alles unter Kryptowerten fällt. Und man kann unter dem Begriff andere Technologie auch NFTs packen. Aber wenn das der Fall ist, dann sind sie wieder weitestgehend von allen Verpflichtungen ausgenommen. Nämlich bei einmaligen Kryptowerten, die nicht fungibel sind, gibt es Ausnahmen. Also da könnte eine Liberalisierung eintreten. Was noch wirklich kein Mensch gemacht hat, wirklich absolut nicht, ist genau das Problem, vor dem die Kunsthalle steht in Hamburg. Nämlich Bilanzrecht. Ich finde, dieses Fach wird absolut zu wenig gemacht. Wenn ich da mit Studenten drüber rede, sagen die, was? Bilanz? Das machen die doofen Ökonomen. Warum soll ich mich mit der Bilanz rumschlagen? Aber das spielt hier eine große Rolle. Nämlich nach dem deutschen HGB-Handelsgesetzbuch kann man bei selbst angefertigten Werten Probleme bekommen mit der Bilanzierung und dann ist es für die Kunsthalle eigentlich tot. Also nach 266 umfasst Anlagevermögen nicht selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte oder ähnliche Rechte. Geht es darum, will ich, oder ist eine NFT nicht doch selbstständig, sodass man sagen kann, es ist nicht ein selbst geschaffenes Schutzrecht. Ich bin froh zu sagen, dass nach amerikanischen Bilanzregeln
das vielleicht etwas anders aussieht. Und auch der Staat hat einen Spielraum bei der Bilanzierung, wenn die Kunsthalle in Hamburg anfängt, selber bilanzieren zu wollen, können sie das. So, ich habe jetzt schon gesagt, ich habe natürlich prompt mit ganz schweren Fehler gemacht. Ich habe am Anfang gesagt, ich dachte, Kunst wäre ein Thema, das interessiert Rolf nicht so viel. Dann habe ich natürlich prompt übersehen, die berühmte, wirklich legendäre Festschrift für einen legendären Kunstsammler, nämlich Peter Nobel. Und da steht, hat Rolf einen legendären Aufsatz geschrieben über Kunst als Botschaft. Und darin findet sich eine Fußnote 37, die ist legendär. Also, und er schreibt, immerhin lässt sich nicht übersehen, dass der Konflikt von Kunst und Geld Jahrhunderte alt ist. Ein Wandel im Kunstverständnis ist indessen in neuerer Zeit insoweit eingetreten, als Künstler vermehrt in der Öffentlichkeit auffallen müssen, um wahrgenommen zu werden, was die Tendenz fördert, etwas Auffälliges zu tun bzw. gegen den Strom zu schwimmen. Kann ich nur teilen, denken Sie an Damien Hirst. Also es zeigt auf jeden Fall, dass Rolf Weber natürlich auch legendär über dieses Bereich etwas gemacht hat. Zweiter Versuch, ein Ende hinzukriegen. Als sie letzte Woche mit Christine in Münster gesprochen hat, hat sie mir einen Spruch erzählt, der in der Fakultätssitzung hier gefallen sein soll. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, bedingt durch Reto. Es soll eine Sitzung gegeben haben, wo man Reto, Christine und Rolf nachdachten, was ist 2033, 200 Jahre Fakultätsfeier. Und dann soll Reto gesagt haben, also ich bin da blind, Christine ist taub und Rolf joggt rum. Das sehe ich ganz genauso. Ich bin sicher, das ist ja ein Ruhestand, ein Unruhestand, wo du noch so viele Sachen machst, dein Geist lässt sich gar nicht frei. Und ich hoffe, du wirst die Dilemmata, die ich hier aufgezeigt habe, lösen. So, und das ist nun mal meine Hausaufgabe, die lasse ich stehen. Das, bin gespannt, wer die ersten fünf sind, die es schaffen, rauszufinden, was da zu finden ist. Alles klar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Mitfeiernde des heutigen Abends, der Festanlass, der hat mich eigentlich überwältigt. Zwar weiß ich, dass eine Laudatio manchmal ein etwas zu positives Bild zeichnet. Heute Abend war es aber sicher so, dass die Überhöhung ziemlich drastisch war, und ich werde später mit meinen Worten nochmals darauf zurückkommen. Sie merken, ich bin fast sprachlos, zum Glück nicht ganz sprachlos, sonst könnte ich nämlich gar nicht mehr hier stehen. Mit dem verbleibenden kleinen Rest an Sprache möchte ich gerne ein großes Anliegen jetzt noch äußern, nämlich Danke zu sagen. Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben. Der erste Dank, der geht natürlich an euch alle. Danke dafür, dass ihr den heutigen tollen Abend mit mir verbringt. Ich schätze es ausgesprochen, dass nach 18 Monaten Distanz wir endlich wieder einmal zusammen sein können. Und ich schätze mich sehr glücklich, dass eine große Zahl von Mitfeiernden sich hier eingefunden hat in der Aula. Weiter geht mein Dank an alle dafür,
dass Sie trotz der großen und offenbar wochenlangen Vorbereitungen den Grundsatz der Geheimhaltung vollumfänglich eingehalten haben. Ich wusste zwar, dass ich das heutige Datum in meiner Agenda für einen Anlass reservieren sollte, aber den Inhalt des Festanlasses hier in der Aula habe ich erst dadurch erfahren, dass ich auf der Verteilliste der EZ-Mails bin und mit 10.000 anderen Empfängern auch erfahren habe, dass eben heute der Anlass stattfindet. Es wurde schon erwähnt, zuvor hat ein wissenschaftliches Symposium stattgefunden, dessen Inhalt habe ich sozusagen schrittweise im Laufe des Nachmittags kennengelernt, hat natürlich den großen Vorteil gehabt, dass ich ganz ausnahmsweise völlig unvorbereitet in ein Symposium gehen konnte und den interessanten Überlegungen folgen durfte. Dass der Anlass nicht offengelegt wurde, ist nicht verständlich, das habe ich eben gerade gesagt. Wir wissen ja schon aus den Märchen, dass Risiken immer wieder bestehen, dass eben Geheimnisse ausgeplaudert werden. Ich nehme etwa Bezug auf Alibaba und das Stichwort Sesam, öffne dich aus 1001 Nacht. Dieses Losungswort hat Alibaba erfahren, weil der Räuberhauptmann unvorsichtig gewesen ist. Und Thomas Alibaba war nicht der erste Hacker der Weltgeschichte. Einen großen persönlichen Dank verdienen vorerst Rossetti und Florent Dumoulin, die das heutige Symposium organisiert haben. Themen waren Digital and Sustainable Finance auf der einen Seite und Wettbewerb, Innovation, Daten auf der anderen Seite, ergänzt noch durch Videobotschaften von mir nahestehenden ausländischen Kolleginnen und Kollegen, was mich sehr gefreut und auch berührt hat. Dafür, wie gesagt, herzlichen Dank auch an all die weiteren Personen, die hier im Hintergrund mitgewirkt haben. Bereits hingewiesen habe ich auf die wertvollen Beiträge und Diskussionsvoten des heutigen Nachmittags. Ich kann jetzt nicht alle Personen namentlich erwähnen. Der Dank geht also gesamthaft an die Mitwirkenden. Ich bin sehr beeindruckt gewesen und habe am Schluss auch gesagt, zwar will ich nicht zwingend zu allen Fragen jetzt noch weiter publizieren, die Liste ist genug lang, aber es ist sehr viel Stoff zum Nachdenken und das ist ja auch ausgesprochen wertvoll. Den Festanlass hier in der Aula und nahe der Churchill-Tafel verdanke ich Andy Kellerhals und dem motivierten EZ-Team. Andy, einmal mehr ist es euch gelungen, ein Highlight zu setzen. Thomas, dir danke ich für die vielen anerkennenden Worte. Nachdem ich mir überlegt habe, Alibaba und die Märchen zu erwähnen, habe ich gelernt, dass es ja auch offenbar Kinderbücher gibt, Michael Ende, die man für kurze Ansprachen aktivieren kann. Du siehst, zwar habe ich schon auch mal in früheren Jahren Momo gelesen, aber du hast einen Beitrag geleistet, hier meine Erinnerung wieder zu verstärken. Peter, ganz herzlichen Dank. In meinem Kopf behalten muss ich insbesondere das Stichwort der Lex Mercatoria Digitalis. Das ist neu. Darüber habe ich
noch nie nachgedacht und das wäre sicher eine Vertiefung wert, die ich aber gerne dir überlassen würde, nachdem du schon der Autor, das heißt der Urheber dieses Begriffes ist. Gefreut haben mich natürlich auch die Hinweise auf Hesse und Dürrematt, das sind ja Gesprächsthemen, die uns außerhalb des Rechts verbinden. Und Roger, dir herzlichen Dank für die Reaktivierung der Einzelheiten der Gründung des Europa-Instituts. In der Zwischenzeit hat der Kanzleiname geändert, die Adresse hat geändert, aber immerhin bin ich weiterhin im Dachstock an der Bahnhofstraße. Und schließlich ganz besonders, Thomas, vielen herzlichen Dank für deine spannenden und zugleich auch persönlichen Worte im Festvortrag. Du hast es nicht nur geschafft, die lustige Note in deine Ausführungen hineinzubringen, sondern deine Überlegungen sind wirklich sehr innovativ. Du hast es selber gesagt, es gibt keine richtige Literatur dazu. Und ich würde mir natürlich gerne zu einem späteren Zeitpunkt dann auch eine schriftliche Fassung noch genauer anschauen. Ich kann dir immerhin einen unentgeltlichen anwaltlichen Rat noch mit auf den Weg geben. Da du mit deinen $5 nicht gewerbsmäßig handelst, brauchst du in der Schweiz keine Bewilligung einzuholen. Vor 8 Tagen, darauf hast du ja auch schon angesprochen, haben wir uns an deinem Wohnort in Steinfurt nahe von Münster getroffen, haben in der Abendsonne vor dem Schloss gut gespiesen und uns austauschen können. Ich denke, solche Begegnungen machen das Leben wirklich lebenswert. Lassen Sie mich nun noch ein persönliches Anliegen hier anbringen, und zwar als eine Antwort auf die Frage, ja, weshalb stehe ich denn hier und weshalb bin ich immer noch aktiv. Ich glaube, der Grund war und ist die Motivation, Neues im Recht zu entdecken und hier vielleicht entdecken im Sinne auch der Naturwissenschaften. Mögliche Rechtsentwicklungen interessieren und faszinieren mich weiterhin, so wie sie das in der Vergangenheit getan haben. Stichwort etwa Beschäftigung mit dem Europarecht ab den späten 80er Jahren. Die erste Vorlesung hier an der Universität als Ordinarius zum Thema WTO-Recht 1995. 1996 hatte ich das Glück, dass Reto Hilti mich eingeladen hat zu einem größeren Projektthema Information Highway, Neudeutsch Internet. Ab 2003 durfte ich in verschiedenen Funktionen für die Schweiz an der Gestaltung der Rahmenbedingungen für die Internet Governance mitwirken und seit 2017 beschäftigt mich das Blockchain-Thema. Und damit komme ich zurück auf die kurze Eingangsbemerkung, die ich gemacht habe, zu den lobenden Worten, die geäußert worden sind von fast allen Vorrednern von mir. Ich denke, Leistung ist nötig. Ohne Leistung wird man wohl nicht etwas Wesentliches bewegen können. Aber man muss auch Glück haben. Und rückblickend stelle ich fest, dass ich eigentlich in meinem Leben oft Glück hatte. Dafür bin ich dankbar und äußere auch eine gewisse Demut. Lassen Sie mich hier kurz wenige Beispiele nennen. Walter Schlur sagte mir im Jahre 1980, junger Mann,
Sie müssen ins Ausland an die Harvard Law School, habilitieren Sie sich zum Thema Wirtschaftsregulierung. Das ist ein Thema mit Zukunft, wie recht er hatte. Und 1995 durfte ich dann seinen Lehrstuhl zum Wirtschaftsrecht übernehmen. Glück hatte ich zweitens auch mit meinen Assistierenden. Nach dem Prinzip der langen Leine haben mich die Assistierenden über viele Jahre stark unterstützt und haben mich fachlich in einer großen Zahl von gemeinsamen Publikationen auch herausgefordert. Das war spannend, dafür danke ich. Und nicht zuletzt freut mich natürlich, dass meine Begeisterung für das Universitätsleben sozusagen als Funke übergesprungen ist, vier Damen, also sehr gendergerecht, haben aus meinem assistierenden Termin erfolgreich den universitären Weg eingeschlagen. Glück hatte ich drittens mit meinen Kontakten in der Fakultät und in der Universitätsleitung. Die Zusammenarbeit in der Fakultät war für mich angenehm und Thomas hat offenbar in seinen Recherchen auch nicht allzu viel Negatives über mich gefunden. Ideen sind aufgenommen und oft auch umgesetzt worden. Die Universitätsleitung, Michael Hengartner, der hier auch anwesend ist, hat mich immer unterstützt, obwohl ich eigentlich nicht ein traditioneller Professor der Rechtswissenschaft war, sondern mich haben immer die interdisziplinären und die internationalen Aspekte des Universitätslebens besonders interessiert. Da spürte ich Rückhaltung in der Universitätsleitung. Das hat mich natürlich gefreut und Ausdruck gefunden, hat sicher diese Unterstützung in der Mitwirkung in drei Institutionen, die schon erwähnt worden sind, dem universitären Forschungsschwerpunkt Finanzmarktregulierung, dem Center for Information Technology, Society and Law und zuletzt dem Blockchain Center. Und das gibt mir auch Gelegenheit, meinen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fakultäten, die mit mir in diesen Instituten zusammengearbeitet haben, zu danken. Viertens danke ich den Mitarbeitenden meiner Kanzlei. Sie haben immer Verständnis dafür gehabt, wenn ich auf eine Anfrage geantwortet habe, eine universitäre Aufgabe hat Priorität, aber ich mache es sicher am nächsten Morgen früh. Und nie ist die Reklamation gekommen, das dauert zu lang. Im Übrigen ist es tatsächlich so, dass der Austausch zu praktischen Rechtsfragen wichtig war und wichtig bleibt. Davon hat auch meine wissenschaftliche Arbeit durchaus profitiert. Schließlich, aber sehr bedeutungsvoll, hatte ich Glück im privaten Umfeld. Viele Pläne und Ideen wären nicht realisierbar gewesen, wenn ich mich nicht privat so gut getragen gefühlt hätte. Ich danke Ihnen nochmals allen dafür, dass Sie hierher gekommen sind, dass Sie mit mir diesen besonderen Anlass feiern und ich darf den Stab nun wieder an die Kellerhals übergeben. Ja, lieber Rolf, das war in der Tat die Krux. Wie können wir einen öffentlichen Anlass durchführen und dich im Dunkeln belassen, ohne dass du davon entfernst? Wir haben das x-mal miteinander diskutiert und es war unmöglich. Und deshalb mussten wir dich in irgendeiner Form vorwarnen. Wir haben das ganz allgemein gemacht und wussten natürlich, dass du dann das Mail des EIZ lesen wirst und damit dann auch voll informiert bist, über was heute Abend abgeht.
Wir kommen damit zum Schluss. Ich möchte Ihnen allen ganz herzlich danken, dass Sie hier gewesen sind, insbesondere natürlich den Referierenden des heutigen Abends. Ich hoffe auch, Rolf, dass du an diesem Anlass Freude gehabt hast, dass etwas ist, das dich beglückt hat. Und wir bleiben in Kooperation. Das ist ja einfach nur ein Zwischenstopp. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und herzlichen Dank fürs Kommen.